Willkommen zurück zu Mario Kart 8 News. Wie schauen denn die Charts bis zum 16.08.14 aus? So nämlich. Die Softwarecharts zumindest. Nun, auffällig dabei ist, dass Yoshi wieder dabei ist. Warum auch immer auf Platz 10. Und ansonsten die üblichen Verdächtigen. Und wir hatten natürlich den Japan-Release von Hyrule Warriors. 72.000 Mal konnte sich das da verkaufen. Das hört sich jetzt für euch vielleicht nicht so schlecht an, aber ich kann euch sagen, es ist schlecht. Man sieht ja auch, dass es nur auf Platz 4 ist. Und ich kenne auch schon die Zahlen der nächsten Woche. Ja, lass dir ruhig Zeit, Lakitu, ne? Also, kein Stress, weißt du? Ja, zurück zu euch. Ich kenne schon die Zahlen der nächsten Woche und es hat ca. 50% abgenommen. Somit hat sich's ungefähr 100.000 Mal in der ersten Woche verkauft und das ist halt wirklich saumäßig schlecht. Klar, Zelda ist in Japan nicht so beliebt, Dynasty Warriors aber. Und man kann auf jeden Fall sagen, dass das Crossover zumindest jetzt suckt. Aber was auch klar ist, das ist, dass man in Europa und USA viel höhere Zahlen erwartet. Und das werden wir schon bald wissen, wie es da aussieht. Na toll. Ja, da reicht schon ein roter Panzer und du bist direkt demotiviert hoch 10. Naja. Und ansonsten kann man vielleicht noch sagen, dass es eine gute Leistung ist, dass sowohl The Last of Us Remastered als auch Yokai Watch in dieser Woche wieder über 100.000 verkaufte Einheiten geschafft haben. Etwas besser als letzte Woche sieht es auch bei der Hardware aus. Die Xbox One leidet zwar, also die hat nicht mal mehr 50.000, aber der Wii U geht's gut, der PlayStation 4 sowieso, ja, und dem 3DS, der, glaube ich, ist sowieso immer gut gelaunt. Also eine etwas bessere Woche mit Xbox One als Verlierer. Ja, und auch die Vita macht Plus. Passt. Kommen wir zu den News, die jetzt nicht so wirklich in irgendeine Kategorie passen, weil ihr merkt vielleicht, ich packe das immer in Kategorien wie zum Beispiel Smash Bros., Pokémon Omega Rubin, Hyrule Warriors und so weiter. Da gibt es eine Sache, die habe ich letztens nämlich vergessen. Nein, zwei sogar. Einmal, ihr habt mich oft gefragt, ey, ich habe jetzt schon Spieler gesehen, die haben über 9.999 Punkte. Wie kann das sein? Ja, ich habe vergessen zu erwähnen, dass das Punktesystem auch geändert wurde beim letzten Update und dass da auch die maximale Punktzahl erhöht wurde. Offenbar auf 99.999. Was meines Erachtens noch ein bisschen zu viel ist, aber okay. Vor allem, wie soll das jetzt gehen? Was ist, wenn ein Spieler mit 1000 Punkten gegen einen gewinnt mit 99.999? Oh Gott, schwierige Zahl. Es ist unwahrscheinlich, aber es kann sein. Kriegt er dann plus 10.000 oder was? Das fände ich dann nämlich auch wieder ein bisschen unfair, weil ich meine, komm, wir arbeiten uns hier die ganzen Punkte wochenlang an und dann kriegt er mit einem Lacker gleich so viel. Aber es kann sein. Naja, diskutieren wir das nicht. Die andere News ist, Resident Evil 2 wurde offiziell angekündigt, aber nicht für Nintendo-Konsolen. Und das finde ich ziemlich lustig, weil eigentlich ist ja diese Serie auf dem 3DS gestartet. Ist auch nicht so unerfolgreich gewesen. Dann wurde es geportet für alle HD-Konsolen, inklusive Wii U. Hat sich halt da nicht so gut verkauft, ist klar. Und der Nachfolger kommt jetzt nur für die Konkurrenz. Irgendwie, naja, Capcom halt. Wobei ich aber auch nicht glaube, dass der zweite Teil annähernd an den ersten rankommen wird, beziehungsweise ich denke sogar, dass sich der zweite noch nicht einmal an diesem Gruselschiff-Flair bedienen wird. Ihr könnt euch einen Teaser in der Videobeschreibung anschauen, aber ihr werdet daraus ohnehin nicht schlau, weil der nichtssagend ist. Ist ja auch ein Teaser, es wird halt einfach nur das Spiel angekündigt und das war's. So, dala, dann haben wir noch eine News zum Nintendo 3DS, beziehungsweise New 3DS. Denn da habe ich noch eine Sache vergessen letztens. Ihr könnt nämlich euch Hintergründe bald herunterladen, kostenpflichtig, soweit ich richtig informiert bin. Und dann euren 3DS so gesehen noch ein bisschen mehr personalisieren. Schaut ganz gut aus, das wird alles mit dem nächsten Update kommen, also sowohl für den normalen 3DS als auch für den New 3DS. Ich glaube im Oktober. Hier ein paar Beispielbilder.
Außerdem wird ein New 3DS über eine Head-Tracking 3D-Funktion verfügen. Das heißt, das Ding merkt sich halt, wo euer Kopf ist. Das funktioniert alles über die Kamera oben. Und dadurch wird der 3D-Effekt optimiert und verstärkt und verbessert einfach. Und im Dunkeln wird das Ganze noch durch ein Infrarotlicht verstärkt. Außerdem soll dadurch dann auch die Kamera, also die Bilder bei Nacht, verbessert werden. Aber komm, wer macht schon Nachtbilder mit dem 3DS? Aber okay, trotzdem danke Nintendo. Allerdings habe ich natürlich auch schlechte Nachrichten zu dem New 3DS. Und zwar wird es nach wie vor den Region-Lock geben. Ihr könnt also nicht einfach mit einem europäischen New 3DS japanische Spiele spielen. Ja, ich spare mir mal einen weiteren Kommentar dazu. Es gibt zwar auch Dinge, die dieses Vorgehen befürworten, aber meines Erachtens nach hätte man es nicht machen sollen. Aber so ist Nintendo, die machen es schon immer so. Positiv ist auf jeden Fall, dass es eine 4 GB MicroSD-Karte geben wird, die da schon drin ist. Und ja, damit es halt ein bisschen günstiger wird, wird auch dieses System wieder kein mitgeliefertes Ladegerät besitzen. Aber okay, können wir mal alle mitleben, oder? Ich meine, jeder hat schon den 3DS oder der ist ein Vorgänger und da sollte eigentlich alles mit dem Ladegerät passen. Noch ein News, kurz hinterher, Sonic Boom, der zerbrochene Kristall, also das ist das 3DS-Spiel, nicht die Wii U-Version. Das wird einen 30-seitigen digitalen Comic beinhalten. Eigentlich ziemlich cool, oder? Also für Fans von sowas ist das schon eine super Sache. Natürlich digital, ne? Also manche haben sich da aufgeregt, dass das nicht auf Papier gedruckt wird, aber dann kostet es halt mehr. Und ich kann vollkommen verstehen, dass sie das nicht so machen. Vor einigen Tagen gab es eine Bayonetta 2 Direct und da kamen einige Infos zu dem Spiel ans Licht. Zum Beispiel, dass es am 24. Oktober hier bei uns gelauncht wird und das kommt in drei verschiedenen Versionen daher. Zwei davon kennen wir bereits, nämlich die Standardversion, wo nur Bayonetta 2 drin ist, dann die Premium-Version, da kriegt ihr Bayonetta 1 und 2 und dann gibt es noch die First Print Edition. Da bekommt ihr auch beide Spiele, ein Artbook und ein auf 15.300 Anzahl limitiertes Buch der Engel. Also da müsst ihr schon richtig Glück haben, dass ihr diese Version bekommt. Die dürfte dann auch in einiger Zeit ein bisschen was wert sein. Trailer dazu auch in der Videobeschreibung, aber vorbestellen kann man es soweit. Ich weiß noch nicht. Haltet aber die Augen offen, wenn ihr eins ergattern wollt. Was haben wir denn da noch, ne? Hyrule Warriors kommt demnächst raus, deswegen haben wir da jetzt nicht mehr so viele News zu. Aber zum Release in Europa wird es kostenlos das Pixel Master Schwert plus Schild geben. Hier ein Bild dazu, also schön im Retro-Style. Sieht ein bisschen nach Minecraft aus, aber soll im Retro-Style sein. Wird schön. Und im Übrigen sollte Hyrule Warriors erstmal als ein ganz normales Zelda erscheinen. Also halt jetzt im Dungeon-Stil und mit Bossen und mit Rätseln und so. Und wisst ihr, wer dagegen war? Na, dreimal dürft ihr raten. Mr. Miyamoto. Der hat gesagt, nö, das machen wir nicht so. Und dann mussten die anderen natürlich gehorchen, ne? Ich sag mal so, es ist jetzt ausnahmsweise mal nicht die schlechteste Entscheidung, also seine letzten Entscheidungen, wie zum Beispiel keine Partner und keine Story in Paper Mario, waren jetzt nicht so geil, aber das haben wir schon 100 Mal durchgekaut. Hier kann man sagen, ja, okay, ehrlich gesagt hätte ich auch das Spiel gerne im normalen Stil gespielt, in einem ganz normalen Dungeon mit halt vielen Gegnern, das wäre ja auch ziemlich cool gewesen, aber andererseits ist das Spiel so, wie es jetzt ist, als Dynasty Warriors, halt einfach eigenständiger. Dieses Rennen, glaube ich, wird jetzt eine Katastrophe. Und macht es somit zu was Besonderem. Scheiße. Oh komm, Vierter. Bitte, ich will noch Vierter werden wenigstens. Das kann doch nicht wahr sein. Hier ist einiges passiert in diesem Rennen und es wird schlimmer. Und jetzt bin ich echt richtig schlecht. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Aber ich bin noch Vierter geworden. Geil. Und es gibt eine Zelda-Angebotswoche im Nintendo eShop. Da bekommt ihr einige Zelda-Spiele, darunter auch Wind Waker HD für einen tollen Preis. Guckt mal. Aber achtet auf das Datum. Im Classic-Modus von Super Smash Bros. Für den 3DS könnt ihr jetzt die Schwierigkeit eurem Skill anpassen. Also ähnlich wie in Kid Icarus
Uprising. Also da hat sich Sakurai mal wieder an seinem eigenen Spiel bedient mit der Idee. Aber das finde ich klasse, weil ihr bekommt in dem Spiel ständig Goldmünzen und die könnt ihr eben benutzen, um Trophäen zu kaufen und so weiter und so fort. Und dieses Gold setzt ihr da eben. Und genau wie bei Kid Icarus Uprising habt ihr die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad von 1,0, glaube ich, auf 9,0 zu erhöhen. Oder zumindest im Bereich 1 bis 10. Und, ja, klasse Banane. Toll. Sehr schön. Wunderbar. Was habe ich gelacht. Und das ist ziemlich geil, weil sich da nämlich auch der Bosskampf ändert am Ende. Und das Skill ist der letzte Trick. Was zum Teufel? Was mache ich eigentlich? Das kann doch nicht sein, dass ich wegen einer Banane direkt völlig im Kopf Gaga bin. Lady Gaga, nämlich. So, ja. Also da ändert sich auch der Boss und das ist ziemlich episch. Ja, und dieses Geld, das kriegt ihr dann am Ende, wenn ihr es schaffen solltet. Wenn nicht, ist es futsch. Ja, ja, also nicht übertreiben. Ihr könnt aber auch auf andere Art und Weise Geld verdienen. Und zwar, indem ihr im Zuschauermodus, im Online-Modus verweilt. Weil da könnt ihr nämlich anderen Kämpfern zugucken, wie die sich auf die Phrasen hauen. Und Geld setzen. Also richtig wetten. Und der erste, zweitplatzierte, die kriegen immer einen gewissen Gewinn. Außerdem könnt ihr so natürlich auch eure Gegner ausspionieren. Also wie die so kämpfen und welche Karas die verwenden und. Ziemlich nice. Und mit Sicherheit könnt ihr euch auch an diese Meilensteine von Brawl erinnern, ne? Wo man bestimmte Aufgaben erfüllen muss, wie zum Beispiel schaffe den Classic-Modus in dem Schwierigkeitsgrad schwer. Und dann kriegt ihr irgendwas Besonderes. Das gibt's auch wieder. Auf dem 3DS werden die Aufgaben allerdings bei weitem einfacher sein als auf der Wii U. Sakurai meinte, die 3DS-Version ist so die Vorbereitung dafür, oder generell die Vorbereitung auf Smash, und die Wii U-Version ist dann für die Hardcore-Typen. Im All-Star-Modus ist es jetzt so, dass die Kämpfer in Jahreszahlen unterteilt sind. Also ihr kämpft dann beispielsweise gegen alle Charaktere, die im Jahre 1990 bis 1998 erschienen sind und so. Ziemlich coole Idee eigentlich. Ja, katastrophales Ergebnis in dieser Strecke, aber wenn man einmal runterfällt, ist natürlich auch gegessen, ist ja klar. Das Rennen ist für den Arsch gewesen, von Anfang an. Keine Ahnung. Sorry. Jetzt möchte ich aber nochmal ein gutes Ergebnis, weil eigentlich sollte ich gegen die Typen hier gewinnen können. Meine Fresse. Es darf halt nicht so was Dummes passieren wie vorhin. Okay, letzte News zu Smash Bros. Im letzten Part habe ich euch schon mal einige Soundtracks aus dem Game verlinkt. Und auf der Seite sind nun 4 neue. Viel Spaß beim Reinhören. Und dann sind wir eigentlich soweit fertig. Wir haben nur noch ein bisschen was über Pokémon zu sprechen, aber wirklich nur ein bisschen was. Also, erstmal für diejenigen, die sich für Pokken interessieren. Früher oder später wird das Spiel ja auch bei uns erscheinen, von daher ist es vielleicht ganz wichtig, da auf dem neuesten Stand zu sein. Es ist nämlich so, dass die Entwickler verlauten ließen, dass das Game erst zu 30% fertig ist. Hätte ich gar nicht gedacht, weil es wurde ja eigentlich schon vor Ewigkeiten angeteasert, ne? Und jetzt halt, ich glaube, ein Jahr später angekündigt und trotzdem erst zu 30% fertig. Aber gut. Vielleicht lassen sie sich ja ordentlich Zeit damit und gehen sicher, dass da was Gescheites rauskommt. Wäre schön. Jo, und wer sich für Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir interessiert, das sollten ja wohl alle sein, dann habe ich hier einen wunderbaren Overview-Trailer für euch, wo man auch wieder neue Szenen sieht und mein Gott, sieht das gut aus! Nintendo, gib mir das Spiel endlich! Oder ich breche bei Game Freak ein. Ja, das ist wirklich geil. Das dürfen sie nicht verhauen. Und wenn, dann bitte nur mit irgendwelchen Megaformen, die ich dann einfach links liegen lasse. Aber das Spiel selbst muss geil sein. Aber ich bin da echt guter Dinge, dass sowohl der Soundtrack als auch die Grafik und natürlich das Gameplay episch wird. Oh nein, hau ab. Und jetzt noch zu allerletzt eigentlich etwas, was schon längst bekannt ist und was ich auch schon zweimal gesagt habe. Aber um wirklich sicher zu gehen, packe ich es jetzt hier nochmal rein. Und zwar geht es um das Glurak, welches vom GameStop jetzt verteilt wird. Ihr könnt da ja ein Glurak bekommen mit einem Megastein. Und zwar ist das der Megastein, den ihr auf eurer Edition nicht finden könnt. Also in der X-Version habt ihr den Y-Stein und im Y den X-Stein.
damit ihr eben die jeweils andere Glurak-Form auch noch spielen könnt. Das Ganze geht nur bei ausgewählten GameStops, also ruft vorher an. Und bis zum 30. September läuft diese Aktion. Na also, haben wir dann noch ein gutes Ergebnis zum Ende. So muss das sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Und schönen Tag noch. Schönen Start in die neue Woche vor allem. Ciao.